wollte ich heute nicht vloggen, aber ja gut, jetzt habe ich mir gedacht, tue ich es doch. Irgendwie kann ich es doch nicht lassen. Es ist jetzt 15.30 Uhr. Wir waren in der Stadt eben mit meinen Eltern und sind jetzt gerade wieder reingekommen. Alle drei Kinder sind bei mir, alle drei sind wach. Ich glaube, der Kian schläft noch so halb, aber er ist jetzt noch am Maxi-Cosi, weil ja, als wir vom Einkaufen kamen, hat er halt noch geschlafen. Und die Kinder spielen im Kinderzimmer. Ja, was mache ich? Ich wollte gleich noch ein bisschen aufräumen und kochen muss ich heute auch auf jeden Fall. Gut. Weil, ja, aufräumen auf jeden Fall. Das sieht hier ein bisschen unordentlich aus. So viel Krams liegt überall rum. Hier habe ich noch Wäsche getrocknet auf den Stühlen, weil der Kian hat mich gestern schon wieder angekackt. Und da musste ich meine Bettdecke waschen. Die hängt hier über der Tür und hier Schlafsack und sowas alles. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen, dass er mich nicht jedes Mal anschaut. So, dann mache ich jetzt mal die Küche. Oder was mache ich zuerst? Hi, Kinder. Was machst du? Ich rede mit mir selbst. So. Milan, du hast dir fast wehgetan. Hast du das gesehen? Nicht darauf klettern, bitte. Aber ich möchte. Aber nein, ich mache noch nicht. Ich koche noch nicht. Erst später. Noch nicht. Warum kochst du nicht? Ja, weil es erst 15.30 Uhr ist. Ich koche später. Ja. Mama, ich will Kirsche. Wollt ihr eine Banane essen? Nein, die Kirsche. Ist sie eine Banane? Die Kirsche. Das sind keine Kirschen, Schatz. Das sind Pflaumen. Ich schwöre mal, die sind sauer. Ist sie Lamus? Ist sie Lamus? Hä? Muss? Ja. Ja? Wo ist der Teller? Das alles. Nicht gewusst. Nee, was suchst du denn für Teller? Ne, Kultin, ne? Hier. Das? Ja. Aber ich chill. Probier mal. Ah! Aua! Ja, das ist sauer. Aua. Hier mal. Soll ich den Apfel schneiden? Nein. Okay. Und Mama, geht's nicht mehr? Uno. Warte, warte. Hier ist ein Schnittes. Guck. Oh, aber. Das will ich. Das ist das. Aber ich. Einnisse. Aber ich lach. Aber ich. Sie wird ja sehen, dass das sauer ist. Guck, er ist sauer. Ja. Hab ich das gesagt? So, der Flur ist bei mir Katastrophe. Da hinten steht noch was. Unsere neue Mikrowelle ist hier noch verpackt. Da ist nochmal Altpapier. Der Wischer von gestern. Und unser neuer Vorratsschrank ist da für die Küche. Aber die muss Serki aufbauen. Altkleider. Also alles steht hier so ein bisschen rum. Ich habe gestern für die Kinder so ein bisschen was gekauft. Ja? Was möchtest du? Ich habe für Milan hier so eine kurze Hose geholt, so eine Schwimmshorts. Dann habe ich ihm noch so ein ärmelloses Top gekauft. Zeig mal. Für Isila gab es einen Bademantel. Zeig mal alle. In lila.
Genau. Der war bei Aldi auf 6 Euro reduziert. Da habe ich dir den geholt. So, und dann war ich gerade noch in diesem Geschäft hier. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt. Und da habe ich für Mila eine kurze Jeanshose geholt. Die ist allerdings für nächstes Jahr. Und dann gab es immer so süße Sets. Einen Moment, Schatz. Süße Sets mit so Oberteil. Und dann immer so eine 7/8 Leggings. Für 2,99 jeweils. Ja, das gehört so zusammen. Und das gehört so zusammen. Die sind auch schon fürs nächste Jahr. Für den nächsten Sommer, der dann irgendwann kommt. Wie gesagt, 2,99. Ich hole ein Messer. Nee, du Schatz, ich mach das mit dem Messer. Soll ich dir das schneiden? Noch eine Nektarine? Ja. Ich mach das nicht. Hast du die gewaschen? Ja. Nein, warum lügst du? Gewaschen. Ich gehe die Mama. Er nimmt alles. Sie, Milan, sie. Ist ein Mädchen. Die. Er. Nicht sie, er. Ja, er sagt man zu Jungs. Wo ist der? Ah, ein kleines Bärchen. Oh. Bitte schön. Dann esst mal euer Obst und ich kann weiter sauber machen. Die Autos sind immer dabei. Genau, ich wollte mal zeigen, ich habe hier bei Aldi so eine Lunchbox entdeckt und dachte vielleicht für den Kindergarten bekommen. Und zwar ist die so geschlossen und dann kann man hier aufmachen und hier aufmachen. Tada. Ich weiß noch nicht, ob ich die ein bisschen zu groß finde, aber ich habe sie jetzt schon mal geholt. Bei Aldi für knapp 2 Euro. Hallo, geht das auch leiser? Hm? Bisschen laut, weil ich fahre mit dem Auto. Und du, Spatz? Bist du aufgewacht? Hä? Na komm, holen wir dich da mal raus, ne? Hm? Ja, so sieht's aus, wenn die Kinder toben. ich chill mich jetzt gerade noch ein bisschen hier hin. Ja. Überlegt mir die Bilder von meinem Handy ausdrucken zu lassen, also die ich schön finde. Und das mache ich ja normalerweise bei DM oder bei Rossmann oder so. Hab mir bei DM auch ein paar Bilder ausgedruckt, allerdings die ich mit der Kamera gemacht hatte, habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, die Bilder. Und jetzt habe ich mir die Rossmann Foto App runtergeladen. Hier ist die Rossmann Foto App. Und das geht so einfach. Du klickst auf Online bestellen,
Dann suchst du dir die Bilder alle von deinem Handy direkt aus, tippst die alle an und dann bist du ja angemeldet. Also bei Rossmann muss man sich vorher anmelden natürlich. Und dann kannst du es dir entweder nach Hause liefern lassen oder in eine Filiale. Ich habe es mir jetzt in die Filiale liefern lassen und habe die Bilder gestern abgeholt. So, es hat gerade geklingelt und mein Zara-Paket ist da, aber dazu gibt es einen Howl-Haul. So, ich habe 3,36 € pro Abzüge Paket bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie viele Abzüge sind da drin. Weiß ich nicht. So, das sind alle Bilder, die ich auf dem Handy hatte. Die habe ich mir jetzt ausgedruckt. Was ist los? Milan, was ist los? Hast du sie gehauen? Hast du sie gehauen? Nein. Ich glaube, die wird einfach nur müde. Ich? Nein, Milan. So. Und hier auch nochmal meine Tests bei Kian übrigens. Ja, richtig cool, voll bequem und kann ich jedem nur empfehlen. Ja, lecker, ne? Riech mal. Das riecht gut. Nein, du musst hier rein. Ja, aber ich kann jetzt nicht darüber. Musst du hier und dann? Es riecht gut. Also Serki braucht noch ein bisschen, der kommt erst gegen 20 Uhr, deswegen essen Milan und ich jetzt schon. Isila habe ich nämlich schon hingelegt, weil die war mega, mega zickig. Die hat schon gegessen und dann habe ich sie halt hingelegt. Allerdings hat sie Brot gegessen und sie kriegt dann morgen Mittag was von dem Putengeschnetzelten. Wie gesagt, Milan und ich essen jetzt. So sieht das Ganze aus. Das ist voll lecker. Na, du Schlafmütze, bist du jetzt auch mal wach? Bist du auch mal wach? So, jetzt haben wir 19 Uhr. Milan ist auch im Bett. So, Kian ist jetzt auch wach geworden. Den machen wir jetzt mal frisch und ziehen sein Pyjama an. Oh, oh. Oh. Oh, hol mir dein Pyjama anziehen. Hol mir dein Pyjama anziehen. So, und jetzt hat der Kleine Mann Hunger. Hat Hunger?
Thank you.